Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Claudias Cosmic Card News zu einer neuen Wochenbotschaft. Diesmal vom 4.9.2023 bis zum 10.9.2023. Ja, Lieben, was soll ich sagen? Der September ist da und damit wird sozusagen auch der Herbst eingeläutet. Jedes Jahr bei mir dasselbe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sage immer, ich bin mit dem Sommer irgendwie noch nicht fertig. Aber dann kommt immer schon wieder der Herbst und nun denn, so sind die Zyklen, nicht wahr? Ja, und ich, apropos neuer Zyklus, ich fange jetzt tatsächlich auch Mitte des Monats wieder mit den Monatsbotschaften an. Ja, hier auf meinem Kanal sind die Monatsbotschaften etwas verschoben. Das heißt also, wenn du dich für die Sternzeichenlegung interessierst und da vielleicht den ein oder anderen Kanal schon fleißig schaust, dann hast du die Möglichkeit, dir das Ganze numerologisch nochmal in Mitte des Monats anzuschauen. Und das passiert nämlich bei mir. Ich werde die Zusammenhänge mit der Numerologie herstellen. Und das bedeutet dein Geburtsdatum, wenn dich das interessiert, diese Art von Legung. Also nimmst dein Geburtsdatum, dein komplettes Geburtsdatum, rechnest es so lange zusammen, bis du eine Zahl hinten hast. Und dann hast du deine Geburtszahl, deine Ausrüstungszahl, mit der du hergekommen bist, sozusagen hier in dieser Inkarnation. Wie, was genau eigentlich und was das Ganze bedeutet und so weiter, habe ich dir hier in die Infobox verlinkt. Da habe ich das Video gemacht, dass es jetzt eben diese regelmäßigen Monatsbotschaften wieder gibt ab Mitte September und habe da auch zu den einzelnen Zahlen schon eine ganze Menge, glaube ich, erzählt. So, aber jetzt geht es natürlich erstmal hier um die Wochenbotschaft 4.9. bis 10.9.2023. Alle Kartendecks, die ich verwende, habe ich auch unten in die Infobox geschrieben, damit du, falls du dich dafür interessieren solltest, weißt, um was es sich hier handelt. Ja, und ich würde mal sagen, geht los, ne? Ich mache das so wie letzte Woche. Das bedeutet, ich fange an mit dem Thema der Woche. Was ist die Hauptenergie für die Woche vom 4. bis zum 10.? Dann frage ich, mit welcher Energie wir dann überhaupt auch in diese Woche starten. Dann frage ich, was ist unsere größte Herausforderung? Was sollten wir unbedingt bedenken? Und natürlich auch letzten Endes, was unterstützt uns dabei? Aber jetzt fangen wir erstmal an, wie gesagt, mit dem Thema, mit der Hauptenergie für die Woche vom 4. bis zum 10.9.2023. So, ach, genau wie letzte Woche kommen zwei Karten. Okay, wir haben, hatten wir den Eremit nicht letzte Woche auch? Ja, also den Eremiten und Action of Wands. Action of Wands ist der, in diesem Deck sind die Ritter. Also in dem Fall der Ritter der Stäbe. Wands sind ja die Stäbe und Hermit ist natürlich der Eremit. Okay, das ist ganz spannend. Also das Thema ist Rückzug und gleichzeitig, sag mal, hatten wir den Ritter der Stäbe nicht auch in letzter Woche? Ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr, aber irgendwie dünkt mir was, da ist was. Also, wir haben hier zwei Energien, die durchaus erstmal im ersten Moment sehr gegensätzlich anmuten. Denn der Eremit zieht sich von der Welt zurück, um dann mit neuen Erkenntnissen hier, dum, 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 hier wieder hervorzutreten. Und der Ritter der Stäbe, der ist voller Power, der will los, der ist leidenschaftlich, der ist temperamentvoll, der ist ungeduldig, der ist ungestüm auch durch ein bisschen, der brennt für etwas. So, und es kann durchaus möglich sein, dass es für dich jetzt darum geht, die Klarheit darüber zu bekommen, die Erkenntnisse zu bekommen, um deine Passion, um das, ja, wofür du brennst, eben dann auch umsetzen zu können. Die Klarheit ist eine Voraussetzung dafür. Wenn wir in uns diffus sind und nicht wissen, links, rechts, oben, unten, was auch immer, dann wissen wir natürlich auch nicht, welchen Weg wir gehen und dann stolpern wir durch die Gegend, bleiben auf der Stelle stehen, weil wir überhaupt nicht wissen, wie wir weiterkommen sollen. Also wir brauchen schon Klarheit und vielleicht auch ein Ziel, um dann auch voller Kraft und Lebenslust und Hingabe halt dem Weg zu folgen, über den wir uns gerade klar geworden sind. Also die Klarheit über deinen weiteren Weg ist hier ganz wichtig. So, okay, das ist schon mal eine schöne Hauptenergie. Also es geht um nichts Geringeres, als um das zu leben, was in dir steckt, was du hergebracht hast, was deine Aufgabe ist, dass du es lebst, deine Seelenaufgabe.
Ja, und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Wir haben natürlich auch tatsächlich jetzt die Geschichte, dass es auch möglich sein kann, dass du gerade in einer Situation steckst, wo du vorher im Unklaren warst. Du warst dir vielleicht nicht sicher, geht es jetzt auf eine Reise oder geht es nicht auf eine Reise? Oder ziehe ich aus oder ziehe ich nicht aus? Bleibe ich bei meinem Partner oder bleibe ich da nicht? Und so weiter und so fort. Also wenn da diese Unklarheiten waren, in welcher Situation auch immer, kann das beruflich bedeuten, wirklich die Berufung jetzt Volldampf anzugehen oder eben auch Volldampf und voller Freude halt in welchem Bereich auch immer dich von etwas zu lösen oder auch beziehungsweise einen neuen Weg einzuschlagen. So, dann mit welcher Energie starten wir denn überhaupt in die Woche vom 4. bis zum 10. Mit welcher Energie starten wir am 4.? Mit welcher Energie starten wir am 4. September in die Woche? Da haben wir die drei Stäbe. Sehr schön. Die drei Stäbe, das ist die Karte von einem Weg, der bereits gegangen wurde. Und man ist jetzt an einem Punkt, wo es weitergehen kann, wo man aber auch entspannt so ein bisschen in die Zukunft schaut. Man hat hier ziemlich freie Sicht. Der beschwerliche Weg liegt im Grunde genommen hinter dir. Das könnte diese Klarheitsgeschichte sein. Also das Thema ist wirklich Klarheit und dann weitergehen für die Woche. Und das Ganze ein bisschen beruhigt, weil du hast ja eine gute Basis geschaffen. Und kannst jetzt halt tatsächlich ein bisschen entspannt in die Zukunft schauen, was per se schon mal eine tolle Energie ist, weil diese Energie natürlich sehr, sehr ruhig ist, sehr stimmig ist. Wir haben hier ruhige Gewässer, wir haben hier keine Aufregung. Und in die Aufregung kommen wir ja immer nur dann, wenn wir keine Klarheit haben und wenn wir uns möglicherweise von außen beeinflussen lassen. Also überprüf vielleicht mal, wenn du zur Hektik neigst oder auch zum ja, zu sehr schnell gestresst zu sein und so weiter, inwiefern das mit dem Außen zusammenhängt. Lässt du dich von irgendwelchen Nachrichten zum Beispiel ins Bockshorn jagen oder bringt dich da irgendwas in die Angst? Und dann ist auf jeden Fall natürlich schon mal wieder Rückzug gefragt und Klarheit darüber, was wirklich stimmt und was nicht und was vielleicht wirklich nur Propaganda ist, ne? Also es könnte ein heißer Herbst ja werden. Umso besser ist es, je weniger du dich damit beschäftigst, mit den Dingen, die im Außen sind und dich komplett auf dein Inneres fokussierst. Weil wenn du das tust und innen stimmig bist, dann ist das Energiefeld, die Energie, die Schwingung, die du aussendest. Da du ja nichts anderes bist als ein Schwingungsfeld, jeder von uns ist so gesehen ein Schwingungsfeld, wir senden 24 Stunden am Tag, 24 Stunden, doch, ja, 24 Stunden am Tag senden wir ja unsere Energie hinaus sozusagen ins Universum und bekommen entsprechendes auf Basis unserer eigenen Schwingung zurück. Das Gesetz der Resonanz. Aussenden tun wir, Ursache, Wirkung bekommen wir. So läuft das hier nun mal. Ja, und deswegen ist, je ruhiger du bist innen, desto ruhiger ist auch dein Außen, weil dich das einfach vielleicht auch gar nicht mehr so tangiert. Dann können die da oben, keine Ahnung, nackt um Ventilator kreisen. Völlig wurscht. Dich interessiert das nicht. Du segelst hier ganz entspannt in deine wundervolle Zukunft und ich finde, das sind doch tolle Aussichten, oder? Also, das ist also die Energie, mit der wir starten in die Woche. Das finde ich schön. So, was ist unsere größte Herausforderung nächste Woche? Was ist die größte Herausforderung in der Woche vom 4. bis zum 10.9.? Was ist unsere größte Herausforderung? Da haben. Oh, haha. Heieiei. Ja, die schlaflosen Nächte. Die größte Herausforderung ist im Grunde genommen schon so ein bisschen das, was ich ja gerade angesprochen hatte. Die Sorgen, die Ängste, die Nöte, nichts anderes als unsere Gedanken. Unsere Gedanken, die uns nicht schlafen lassen, weil wir vor lauter Sorgen nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Und dann kommen hier lauter Gespenster. Und ja, aber was ist denn mit Gespenstern? Gespenstern sind
Gespenster sind doch diese Konstrukte, die unser Verstand sich dahin baut und Ängste schürt, Zukunftsängste kreiert und Szenarien kreiert, die gar nicht der Wahrheit entsprechen, sondern es sind tatsächlich nur Ängste und damit sind es Illusionen. Wenn du dir mal vorstellst, du hättest eine Spontanamnesie, dann würde das nicht mehr stattfinden, weil du hättest überhaupt keine Idee mehr, warum du überhaupt dir Sorgen machen solltest. Also, überprüfe deine inneren Gedankenkonstrukte, deine Glaubenssätze, deine Glaubensmuster, vielleicht auch irgendwelche Themen, die noch zu bearbeiten sind. Warum hast du vielleicht möglicherweise Existenzängste? Warum vertraust du nicht auf die Kraft in dir? Warum lässt du dich von außen so beeinflussen oder auch deine eigenen Gedankenmuster? Warum hinterfragst du die dann nicht, ob die überhaupt stimmen oder ob die nicht stimmen oder ob du dir wieder irgendwas einredest? Also du bist nicht deine Gedanken, das ist immer ganz wichtig. Du bist nicht deine Gedanken und du kannst sehr wohl entscheiden, was du denken möchtest, weil du bist König oder Königin deines Universums. Aber nur dann, wenn du das auch erkennst. Wenn du sagst, ich bin so ein kleines Würstchen, ich kann doch nichts und ich bin doch nichts, dann erzählst du dir Geschichten über dich, die schlicht und ergreifend nicht wahr sind und die du höchstwahrscheinlich übernommen hast von Eltern, vom Umfeld und schon das Ganze in der Kindheit. Also vielleicht magst du, wenn du hier zu neigst, wirklich dir ganz groß Sorgen zu machen und so weiter, mal einfach mal zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Und dass du dich selber darauf trainierst, vom Pessimisten vielleicht mal ein bisschen mehr in den Optimisten zu gehen, weil Optimismus bedeutet Freude. Pessimismus heißt nichts anderes als immer nur Angst. Und Angst dient uns nicht. Angst ist niemals ein guter Ratgeber, war es noch nicht, wird es auch nie sein. Aber wir können diese Angst durchschauen, wir können dieses Muster durchbrechen, indem wir in die Erkenntnisprozesse gehen. So, was haben wir noch? Also die größte Herausforderung ist uns halt nicht von unseren Ängsten wirklich den Schlaf rauben zu lassen. Das geht ja gar nicht. So, ne? Also immer bewusst werden darüber, dass das einfach nur ein Gedankenkonstrukt ist. Du hast jederzeit die Möglichkeit, ein anderes Zukunftsszenario gedanklich zu wählen. Und wenn man dazu neigt, natürlich sich viel Sorgen zu machen, ist das ein Stück weit Arbeit. Aber die Arbeit kann dir auch keiner abnehmen. Wenn dir das nicht gefällt, dass du dir dauernd Sorgen machst, dann hast du keine andere Wahl, als dass du dann dich mit dir selbst beschäftigen musst, mit dir selbst auseinandersetzen musst, um dann deine alten Muster, um diese Geschichten halt zu durchbrechen und dich auf etwas Neues zu trainieren. Das ist wie ein Muskel, den man dann halt eben immer wieder betätigen muss. So, was sollen wir denn nächste Woche unbedingt beachten? Was sollten wir denn unbedingt beachten? Um was geht es hier, was wir in der Woche vom 4. bis zum 10.9. unbedingt beachten sollten? Jetzt bin ich ja gespannt. Upsala, die möchte. Okay, was haben wir hier? Die 7 Stäbe. Ah, siehst du, das ist im Prinzip, es kommt genau in diese Richtung. Denn die 7 Stäbe, das ist die Karte der Anfeindungen. Das ist die Karte, dass du, dass Menschen vielleicht nicht einverstanden sind mit dem, was du denkst, wie du denkst, welche Einstellungen du hast. Und sie versuchen, dich da ein bisschen madig zu machen. Und jetzt kommt natürlich, muss ich natürlich wieder machen, meine Lieblings-7-Stäbe-Karte, also sozusagen von allen Tarotkartendecks, ist übrigens schief hier, sehe ich gerade, von allen Tarotkartendecks habe ich hier eine Karte, die ist so, die beinhaltet auch gleich die Lösung. Vielleicht weißt du es schon, warte mal. Das ist nämlich, tada, die 7 Stäbe aus dem Licht- und Schattentarot. Du siehst hier, hier kommen die Anfeindungen, hier kommen die Streitsüchtigen, hier kommen die Kritiker, hier kommen alle die nicht irgendwie mit dir einverstanden sind. Keine Ahnung, weil du ihnen vielleicht irgendetwas spiegelst, was sie nicht so gerne anschauen wollen oder weil sie neidisch sind und so weiter und so fort. So, und dann hat diese Dame hier auf dem Bild, du siehst es, die sitzt auf ihrem Meditationskissen und
Ja, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und deswegen sage ich, die hat gleich die Lösung. Diese Karte beinhaltet gleich die Lösung. Die ist für mich wirklich genial. Denn letzten Endes, die Menschen denken immer irgendetwas über dich. Und egal, was sie denken, letztendlich sind es ihre Gedanken und haben mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Und deswegen, bleib in deiner Ruhe, bleib in deiner Mitte, bleib in deiner Kraft. Und wenn der Verstand hier mal wieder ein bisschen durchdreht, dann geh in die Atmung. Dann atme und atme und atme und konzentriere dich auf deinen Atem. Und vielleicht machst du einen bestimmten Rhythmus. Viermal einatmen, beziehungsweise 4 Sekunden ein, Entschuldigung, 4 Sekunden einatmen, ein bisschen halten und wieder 4 oder 5 Sekunden ausatmen. Und das machst du ein paar Mal hintereinander. Damit schaltest du wirklich deinen Verstand erstmal auf stumm, weil du kannst nicht gleichzeitig dich auf deinen Atem fokussieren und doofe Gedanken haben. Das geht einfach nicht so. Also schön in der Mitte bleiben, wenn es brenzlig wird. Sie hat hier auch noch so ihre Bubble um sich herum. Also das heißt, es erreicht sie nicht, weil sie von innen leuchtet. Sie ist hier Solarplexus, sie ist wirklich in ihrer Mitte und lässt sich von diesem ganzen Chaos im Außen einfach nicht verwirren. So, das ist auch genau richtig. Also wenn hier die Haie hier irgendwie rumschwimmen um dich herum, dann geh, wenn es zu stark wird, bitte in die Atmung oder geh in den Wald und mach irgendetwas, was dich wirklich auch nicht nur so vom Emotionen beruhigt, sondern auch was deine Gedanken runterbringt. So, was haben wir noch? Und jetzt mal, genau, jetzt kommt natürlich auch noch die Abteilung, was unterstützt uns denn in der nächsten Woche? Was unterstützt uns in der nächsten Woche? Welche Energie unterstützt uns vom 4. bis zum 10.9.? Gucken, was hier kommt, was sie sich zeigen möchte. Eine Botschaft bitte. Da haben wir die 6 Kelche. Ah, okay, spannend. Also die 6 Kelche, das ist ja der Blick, der wohlwollende Blick in die Vergangenheit. Also was unterstützt uns? Entweder hast du Menschen aus der Vergangenheit, mit denen die dir wohlgesonnen sind. Also es kann natürlich die Familie sein, Freunde, Bekannte. Wer auch immer und der dich dann unterstützt. Aber es kann auch sein, was dich unterstützen würde, ist, mach Frieden mit den Dingen aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn du in die Vergangenheit schaust und da sind noch Themen, wo du merkst, da kommt noch mal mächtig Wut hoch oder du bist unsicher oder traurig oder sonst was. Also wenn du wirklich merkst, das ist noch nicht verarbeitet, weil verarbeitet bedeutet losgelassen und das bedeutet wiederum auch frei davon zu sein, so dass man auch neutral dann ist. Emotional. Also vielleicht schaust du in die Vergangenheit, schaust noch mal nach, ob du da ein ganz konkretes Thema gerade hast, was noch zu lösen ist und was dich dann halt, wenn es gelöst ist, ja, was dich frei macht. Und möglicherweise ist dann auch so etwas oder was unsere Themen, die wir haben, wo wir heute halt Probleme im Leben sehen oder wo irgendwelche Herausforderungen sind, die liegen natürlich alle in der Vergangenheit. Also Vergangenheitsbewältigung, Transformation, nenn es wie du willst. Das ist genau das, um was es geht. Eigentlich letzten Endes, was dich unterstützt. Wenn du diese Dinge löst, kann es sein, dass die Haie hier aufhören, um dich rumzukreisen, sondern dann bist du in dir stimmig und dann, ja, dann gibt es für das sogenannte Außen keinen Grund mehr, dass es sich auch noch mal so streitsüchtig oder kritikmäßig oder sorgenvoll zeigen muss. Und letzten Endes, es geht immer um Erkenntnisse. Es geht immer um Erkenntnisse. So, nur Erkenntnisse bringen uns im Leben weiter. Und deswegen ist das ja eine sehr spannende Geschichte und sehr, ja, gerade vom Anfang mit dem Eremiten bis hinten hin, passt das doch alles sehr gut zusammen. So, und am unteren Kartenrand haben wir die 2 Münzen. Und die 2 Münzen, das ist, du siehst hier das sind so Jonglierkegel, oder ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, aber auf jeden Fall das Jonglieren mit den Möglichkeiten. Und es geht nur mit Leichtigkeit. Also, wenn du einen Jongleur anschaust, das sieht immer super leicht aus, aber wehe, man macht selber, dann ballern einem die Dinger auf den Kopf. Also, Leichtigkeit, jonglieren, probier verschiedene Möglichkeiten an. Heißt, wenn ich, die Frage ist, wenn ich keine Angst vor Fehlern hätte,
Und ich nehme mal Situation A. Wie fühlt sich das denn für mich an? Ist das stimmig? Oder ich nehme Situation B. Nimm immer deine Lieblingssituation. Aber du kannst zum Beispiel auch sagen, was, wenn ich diese Situation, die mich jetzt so belastet, nicht verändere, wie fühlt sich denn das an? Und wenn du merkst, wie es eng wird, dann weißt du auch, dass das nicht die Richtung sein kann. Also das kann sich nur auflösen, wenn du auch dann dabei ein Gefühl der Weite hast, der Freude hast, vielleicht der Vorfreude. Wenn du dir vorstellst, du hast endlich dein Haus am Strand als Beispiel oder deinen Traumgarten oder deinen Traumjob und du lebst deine Berufung und bist frei, das zu tun, was immer du tun möchtest, das fühlt sich doch ganz anders an als das bisherige Hamsterrad von was auch immer, oder? Also wenn du da noch nicht in dieser Freiheit bist, jongliere mit den Möglichkeiten, bleib in der Leichtigkeit und dann schau mal, ob du dich nicht dann über deine Klarheit neu entscheidest, neue Wahlen triffst. Auf jeden Fall ist die Energie, mit der wir hier in die Woche starten, ja, eben eine durchaus sehr ruhige Energie. Also die Aufregung kommt vielleicht dann auch erst im Laufe der Woche. Schauen wir mal. Also das so viel dann dazu. Dann haben wir hier, wie lege ich das jetzt hier so hin? Ja, das mache ich mal so. Also das sind die zwei Münzen. Was möchte ich jetzt noch? Jetzt möchte ich gerne noch einen Hinweis hier haben vom Orakel. Seeorakel, das Meeresorakel. Auch hier habe ich ein Video von gemacht, also von dem Deck und von dem, was ich jetzt hier habe. Wenn du Lust hast, schaust dir gerne an. So, was haben wir für die Woche noch für eine Botschaft hier? Was haben wir? Imagine. Okay, may you look beyond what can be seen. Also hier ist ganz klar die Aufforderung, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und dir wirklich deine Vorstellungskraft, die du besitzt, zunutze zu machen. Träume groß, mach dich nicht klein. Schau auf die Möglichkeiten, die sehr wohl da sind, alleine weil du sie denken kannst. Wenn du sie nicht denken könntest, dann wären sie auch nicht da. Aber alles, was wir denken können, können wir auch tatsächlich verwirklichen. Also schau über die Grenzen des Verstandes hinaus. Schau über den Tellerrand, stell dir warum, wieso, weshalb Fragen, auch was das Ganze hier soll, warum du eigentlich immer noch in deinem alten Muster festhängst, warum du noch nicht woanders bist und so weiter. Diese Fragen öffnen ja Türen und dann erwarte die besten Antworten und lass sie dir einfallen. Ja, die Lösung liegt ja immer in uns selbst. Okay. Dann muss ich jetzt mal eben ein bisschen mit der Kamera rausgehen. Moment. So, um dir das Gewackel zu ersparen, was ich immer produziere, hier habe ich mich jetzt entschieden, das kurz auf Pause zu drücken. So, jetzt kann ich das auch hier viel schöner hinlegen. Genau, okidoki. So, und was haben wir noch? Was haben wir noch? Genau, ich möchte ja noch eine Karte hier haben, auch um deinen Selbstwert zu stärken. Also wenn du dir nicht sicher bist und glaubst, du bist es irgendwie nicht wert, dass du deine Träume leben darfst und dies und das und jenes und ja, ach, was weiß ich, was für Gedanken du über dich selbst hast, dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht hier eine schöne Botschaft bekommen, um deinen Selbstwert zu stärken. Abgesehen davon können wir das, glaube ich, alle gebrauchen. So, gucken wir doch mal, was haben wir hier? Selbstvertrauen. Ich meistere meine Aufgaben, weil ich mir meiner selbst bewusst bin und mein Bestes gebe. Dankbar nehme ich mich selbst und das Leben vollumfänglich an. Ja, du bist gut so, wie du bist. Du bist perfekt so, wie du bist. Du bist vollkommen so, wie du bist. Nimm dich an, so wie du bist, denn du bist ein göttliches Schöpferwesen und du bist einfach mit einer unglaublichen Kraft und Macht innerlich ausgestattet und das gilt es anzuerkennen. Da stoßen wir natürlich auch gleichzeitig an unsere größte Angst tatsächlich. Das ist die Angst, nämlich Schöpfer zu sein. Die Größe, die Angst vor der Größe, die Angst vorm Erfolg. Aber nimm das an, du bekommst nur so viel, wie du tragen kannst. Niemals bekommst du mehr.
weil das nicht so vorgesehen ist. Das hat alles mit dem Bewusstsein zu tun. Das heißt, du bekommst immer so viel, wie dein Bewusstsein eben aufnehmen kann, wie du in welchem Rahmen du gerade aufnahmefähig bist, welche Schwingung sendest du aus und das bekommst du zurück. Resonanzgesetz, wie gesagt, und deswegen bekommst du nie mehr, als du tragen kannst, so wie man das so schön sagt. Jetzt möchte ich gerne noch eine Karte hier haben im Einklang mit dem Universum. Schauen wir mal, was wir hier noch für eine Botschaft bekommen. Upsala, da fliegen zwei. Das eine ist Sein. Das Prinzip vom Sein besagt, dass im Sein alles vorhanden ist. Das Sein ist das Unbeschreibliche. Es ist rein, unvergänglich und ewig. Es ist unsere Natur, auch wenn die Welt, wenn sich die Welt aufspaltet und als Vielfalt sichtbar wird, so ist sie in sich selbst doch unveränderlich gleich. Ich bin vollkommenes Sein. Das Sein ist Liebe und ich freue mich darauf, Selbstliebe zu praktizieren. Heiter und gelassen spaziere ich durch den Tag, der voller Überraschungen ist. Ich bin voller Glück und Freude. Und hier ein kleiner Tipp für den Fall der Fälle, dass du hier mit diesen Gedanken unterwegs bist, die da irgendwie alle möglichen komischen Szenarien kreieren. Wie wäre es, wenn du dir selber antrainierst, abends ins Bett zu gehen und die schönen Dinge des Tages dir nochmal hervorzurufen und dankbar dafür zu sein? Mindestens drei. Mindestens drei Dinge findest du, die schön an dem Tag waren und für die du dankbar sein kannst. Und es fängt schon an, dass du überhaupt aufstehen kannst. Das wäre zum Beispiel eine Variante, eine Möglichkeit, dankbar dafür zu sein. Also nichts ist zu klein, um es zu bemerken, um dafür dankbar zu sein. Und wenn du dann mit dieser Energie einschläfst, dann ist das schon mal eine ganz schöne Energie. Und mit dieser Energie wachst du dann im Übrigen auch wieder auf. Und wenn du dann einfach mal sagst, okay, ich habe keine Ahnung, was der Tag mir bringt, aber ich freue mich auf all die schönen Dinge, die ich heute erleben werde, die ich mir dann heute Abend im Bett wieder erzählen kann. Und dann, wenn du das oft machst, wenn du das oft genug machst, also wirklich trainierst, dann richtet sich dein Fokus neu aus, weil du tatsächlich dich selbst programmierst auf eine andere Sichtweise, dass du wirklich ganz konkret im Laufe des Tages auch schaust, was ist hier schön, für was kann ich dankbar sein und du wirst staunen, was sich alles auftut. So, zweite, passend, Disziplin. Genau, da brauchst du nämlich Disziplin bei. Das Gesetz der Disziplin besagt, wer sich nicht gehen lässt und seine Zeit nicht vertrödelt, wird vom Leben reichlich belohnt. Ohne Disziplin kannst du deiner Lebensaufgabe nicht gerecht werden. Dein wahres spirituelles Dasein will erforscht und ergründet werden. Ich optimiere meinen Lebensrhythmus, indem ich mir eine Liste erstelle, wo es mehr Struktur und Einsatz braucht. Aber nicht nur in irdischen Belangen, sondern auch in seelischen Gefilden schaue ich nach, wo Handlungsbedarf nötig ist und beginne mit der Umsetzung. Und das heißt natürlich nicht, dass du wie ein Wilder irgendwie durch die Gegend laufen musst, sondern und alles Mögliche erledigen musst, sondern alles fängt ja im Kopf, in den Gedanken an. Und wenn du eine Bestandsaufnahme machst und merkst, aha, in meinem Leben läuft dies nicht gut oder das ist noch optimierungsbedürftig oder da ist noch Luft nach oben und das wäre schön, wenn, da würde ich mich wohler mitfühlen und so weiter, dann ändere erst deine Überzeugung, dann ändere erst die Gedanken darüber und dann gehen die Umsetzung auch in die Körperlichkeit sozusagen und dann fangen meinetwegen an, den Keller aufzuräumen, wenn du sagst, so, das wollte ich jetzt die ganze Zeit schon mal machen, das ist nicht mehr stimmig und jetzt habe ich die Kraft, die Energie dafür und freue mich auf das Ergebnis eines aufgeräumten Kellers als Beispiel. Der Keller kann natürlich aber auch sein, die Vergangenheit hier. Möglicherweise, eben wie gesagt, hast du hier hast du Themen aus der Vergangenheit, die jetzt wirklich gelöst werden möchten. Und das natürlich hier mit Leichtigkeit. So, und ja, und damit würde ich sagen, haben wir die Wochenbotschaft. Das ist sehr spannend, sehr interessant, es ist sehr aufregend, aber du siehst, es findet wieder ganz viel im Kopf statt. Und wenn du da deine Gedanken beruhigst und wenn du dich auf dein wahres Sein berufst und immer wieder in die Mitte, immer wieder hier auf das Meditationskissen, sinnbildlich gesprochen, und in die Mitte
und aus dieser Mitte heraus sich Impulse einfallen zu lassen, Ideen einfallen zu lassen, Impulse zu empfangen, die du dann auch, wo du sagst, ja, und jetzt gehe ich in die Umsetzung oder, oder. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Geschichte, atmen, ne? Was ich vorhin sagte. Okay, ja, und jetzt sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen, gerne kommentieren natürlich, auch liken und wenn du magst, auch Kanal abonnieren. Und ich freue mich dann auf das nächste Video und sage bis dahin alles Liebe. Namaste.